Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von Nöhr, Gameplays als Hobby. Und zusammen wollen wir mal ein paar Punkte sammeln weiterhin. Deswegen werde ich jetzt weiter mit Knackrack spielen. Ich habe mir nämlich hier die Platzierung mal angeguckt. Und Punkterangliste. Und da bin ich zu schlecht. Wenn ich hier so gucke, was der erste hier hat, 669 Punkte oder sowas, das ist echt Hammer. Aber nationale Rangliste ab eigenem Platz, da bin ich gerade mal auf Platz 171. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Ich brauche mehr. Und ja, von daher, wir werden jetzt mit dem Knackrack eine Weile mal weiterspielen. Ich brauche einfach mehr Punkte und mehr Siege. Und da schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also, fangen wir mal an. Rangmatch. Mein Knackrack. Nein, nicht zufällig, bin ich blöd. Scheiße. was habe ich da jetzt? Was bekomme ich da jetzt? Zurück geht gerade nicht mehr, das ist blöd. Jetzt muss ich einen Kampf spielen. Oh, ein Kommkampf. Keine Ahnung, was ich jetzt für eine Motivation da bekommen. So, da haben wir schon unsere erste Herausforderung für heute. Der Hylian aus Spanien mit 173 Siege. Okay, hat auf jeden Fall mehr als ich. Schauen wir mal, Lucario ist ja auch so ein Pokémon, was hier echt oft gespielt wird. Na super. Er ist Gruppe D1, sehe ich. Geht doch. 1-0. Wunderbar. Gib mir Punkte. Ah, super, ich habe sogar meinen Spezial bekommen. An Motivation. Er trifft mich trotzdem. Ich fasse es nicht. Normalerweise müssten diese Schläge immer voll daneben gehen. Was? Na gut. Das war jetzt Selbstverschuldung. Da habe ich mich jetzt echt ein bisschen blöd angestellt. Schauen wir mal, ob wir den trotzdem noch kriegen. Wieso habe ich den beim ersten Mal nicht getroffen? Das verstehe ich nicht.
Geht doch. Wunderbar. 2-1. Yay. Wir kriegen Punkte, meine Freunde. Wir müssen noch mal langsam ein paar Ränge aufsteigen hier. Bis zur nächsten Aufstiegsrunde. Woohoo. Erster Kampf, erster Sieg. Wunderbar. 20.000 Pokégold. Und weiter geht's. Nächster Kampf. Wen dürfen wir diesmal vermöbeln? Wen finden wir jetzt? Wer darf hier Punkte abdrücken? Schon wieder ein Lucario-Oldbar. Diesmal aus Japan. Levi Puck oder so, würde ich mal sagen, würdest du sich nennen. Auch wieder Gruppe D1. Eine Gruppe über mir, wo ich langsam endlich mal wieder hin möchte. Nix da. Den wollte ich eigentlich selber treffen. Na, klappt doch bis jetzt ganz gut hier. Geht doch, wunderbar. 1-0. Entschuldigung, Levi Puck aus Japan. Aber ich brauche Punkte. Hey, ich habe gegriffen, was war der Mist? Toll. Das Evoli hat voll genervt. Ja. Was soll das? Kann ich auch. Ich wollte ihn eigentlich gerade packen. Mann. Er wollte sie eigentlich gerade packen. Überlebe ich's? Tatsächlich, 5 KP. Was? Was? Der hat geblockt. Wieso habe ich den nicht gegriffen? Ich habe vorher irgendwie durch den durchgegriffen. Was soll der Mist? Boah, das habe ich ja... Das ist ein scheiß Fehler gewesen. Das hätte ich gewonnen. Ach, komm schon. Ja, jetzt macht er mich platt, oder was? Was soll das? Ich greife den doch. Mann! Warum kommt er mit seinem Konterkram immer durch? Wenn das Konter ist, ich weiß es nicht. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Wieso? Toll, ich hätte eigentlich gewonnen gehabt, ey. Gerade da in dem Moment, wo ich noch in Limitzustand war. Ich habe irgendwie durch den durchgegriffen. Ich weiß nicht, wieso. Aber das habe ich echt nicht nachvollziehen können.
Toll, 50 Punkte wieder Abzug, die ich eigentlich hätte behalten müssen. Oder was meint ihr dazu? Ihr guckt es doch gerade. Schreibt mir mal einen Kommentar, was ihr dazu hält. Normalerweise hätte ich es schaffen müssen. Also das Packen, weißt du? Also anfassen und hochwerfen oder was auch immer. Eieiei. Nächster Kampf. Eine unnötige Niederlage. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. So Mist. Das wurmt mich jetzt. Okay, letzter Kampf für diese Aufnahme zumindest. Spinosaurus aus Amerika mit 226 Siegen und Abstiegsrundenkampf mit Schatten Mewtwo. Na, schauen wir mal, ob wir denen den Gefallen tun, dass er in der Gruppe bleiben kann, wo er ist, oder ob er absteigen muss. Eieieiei. Ich kann auch von oben kommen. Wieder so ein Langweiler, der immer nur dasselbe macht, ey. Davon gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele. Komischerweise sind die alle ziemlich weit oben. Ich verstehe das nicht. Motiviert und nichts geschah. Was soll denn der Mist? Geht doch. Das gibt's doch nicht schon wieder. Ach komm. Oh Mann, ey. Ja, es dürfte schon noch überleben eigentlich. Ja, bei der Attacke geht ja gar nichts. Was soll denn der Mist? Man kann nicht blocken, man kann nicht kontern. Die Attacke kenne ich noch gar nicht. Konnte ich mich nicht drauf einstellen. Meine Fresse, nee. Das gibt's doch nicht. Es fängt schon wieder so an wie sonst immer. Erster Kampf gewinnen, der Rest verlieren. Kann ich nicht nachvollziehen. Dabei machen die Gegner irgendwie nie viel. Ich verstehe das nicht. Okay, vielleicht komme ich irgendwann mal nochmal dahinter. Tut mir leid, dass ich diesmal so ein bisschen genervt war von den Gegnern. Gibt es natürlich auch manchmal, dass mich manches aufregt. Wie zum Beispiel dieses hier in den Kampf und davor in den letzten Kampf. Das Greifen durch ihn hindurch. Warum konnte ich den nicht greifen? Der hatte ganz normal sein Schild, hatte keine Attacke, nix.
Man hat so gesehen durchgreifen lassen können, wie ich da fertig war mit durchgreifen, dann erst hat er attackiert. Also er hat mich also nicht unterbrochen dabei, aber ich konnte ihn nicht greifen, das verstehe ich nicht. Beim letzten Kampf so wie hier nicht. Komische Sache, kann ich nicht nachvollziehen. Das hätte vielleicht was reißen können, zumindest beim letzten Kampf, beim vorherigen Kampf. Aber okay, so sind die Dinge nun mal. Das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Mit mir von Lyra Gameplays als Hobby. Beim Punkteverlust leider. Okay, die nächsten drei Kämpfe werden folgen und ich hoffe, da kriegen wir wieder ein bisschen mehr Punkte. Auf Wiedersehen und viel Spaß. Tschüss.